Das kennst du sicher. Dein Ball geht zuerst schnurgerade weg und auf einmal wie aus Geisterhand zieht er stark nach rechts weg und landet im Aus oder im Wasser. Das, was du da gerade gesehen hast, nennt man einen Slice. Den haben ungefähr 7 von 10 Golfern und das Problem daran ist, dass nicht nur die Schläge schief sind, sondern sie sind auch kurz und die Kontakte sind dabei schlecht. In dem heutigen Video zeige ich dir, woher das Slice kommt und zeige dir 3 Wege, wie du ihn ein für alle Mal loswirst. Also bleib dran, wir starten jetzt. Vor kurzem habe ich beim Aufräumen zufällig ein paar Fotos für mich gefunden, und zwar aus dem Jahre 1990, von meiner allerersten österreichischen Meisterschaft, der Schüler- und Jugendmeisterschaft im Golfclub Moorhof. Ich habe dann sofort mich zurückerinnert, wie ich da abgeschnitten habe und konnte mich erinnern, ich habe da einen furchtbaren Slice gehabt. Ich bin da hingekommen und jeder Driver ist gerade gestartet und wie verrückt nach rechts abgehauen und ich konnte nichts dagegen tun. Ich weiß, ich war damals sehr verzweifelt und mein Vater war damals so lieb und konnte bei der Golfprofi-Legende Ossi Gartenmeier, der damals auch vor Ort war, eine Stunde für mich organisieren. Leider ist er inzwischen verstorben, der liebe Ossi, aber damals hat Ossi mir geholfen, gegen meinen Slice zu kämpfen, ja, quasi im Turnier noch selber. Und wir haben damals an meinem Griff gearbeitet. Ja. Er hat irgendwas da herumgemacht bei mir unten im Griff. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut war. Er hat gesagt, mach einfach. Und tatsächlich, die Bälle sind besser geflogen. Am nächsten Tag habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Schläge besser gespielt, aber immer noch nicht gut, aber es war zumindest nicht mehr so eine Banane. Ich habe damals zwar nicht gewusst, was ich da gemacht habe, damit das besser wird, aber du wirst das heute sehr wohl lernen, worauf es ankommt, dass man den Slice verhindert. Und in der Bonussektion am Schluss möchte ich mit dir auch darüber sprechen, ob man wirklich von innen kommen muss, um keinen Slice zu schlagen. Gehen wir zunächst einmal die absolute Basis des Slices durch. Und zwar, da geht es jetzt hier um die Schlagfläche im Verhältnis zur Schwungbahn, zum Schwungpfad. Ich habe hier so ein kleines Tool, das kann ich hier auf meine Schlagfläche raufklippen, da kannst du sehen, wo das hinzeigt, ob das nach rechts oder nach links zeigt. Ja? Hier am Boden habe ich die sogenannte Ballziellinie, das kannst du hier vorstellen, ich möchte in diese Richtung hier schlagen. Und jetzt lege ich den Schläger hin und du siehst, der schwarze Vektor hier, das schwarze Tool hier zeigt genau perfekt Richtung Ziel. Ja? Und wenn ich jetzt auf einer geraden Schwungbahn schwinge, also einen geraden Schwungpfad durch den Ball durch habe, das schaut so aus, ja, dann wird der Ball gerade gehen. Ist der Schwungpfad aber jetzt etwas nach links und die Schlagfläche zeigt rechts vom Schwungpfad, ja, dann siehst du, entsteht hier eine Diskrepanz und das ergibt dann einen Slice. Das heißt, du kannst dir merken, sobald die Schlagfläche rechts vom Schwungpfad zeigt, beim Rechtshänder-Golfer natürlich, ja, dann wirst du einen Slice haben. Jetzt, wo wir grundsätzlich wissen, woher der Slice kommt, können wir herrlich daran arbeiten. Und ich möchte dir jetzt 3 wichtige Punkte sagen, die ich immer wieder sehe in meinem Unterricht, die Golfer falsch machen, und zeige dir, wie du diese verbessern kannst, damit der Slice ein für alle Mal verschwindet. Kommen wir zu der ersten Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Und ich beginne jetzt ganz bewusst nicht beim Aufschwung, sondern kurz vor dem Treffmoment. Und wir arbeiten uns dann gleich zurück. Ja? Hier ist es nämlich schon etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir uns anschauen sollten. Und zwar, viele Golfer, die Probleme mit dem Slice haben, haben die Schlagfläche, wenn sie beim letzten Parallel sind, also wenn sie kurz vor dem Treffmoment sind, das ist das letzte Parallel, wo der Schaft parallel ist hier zum Boden, haben sie die Schlagfläche häufig zu offen. Okay? Das heißt, sie zeigt zu gerade hinauf oder sogar in diese Richtung ein wenig. Alle guten Golfer, die den Ball wirklich solide treffen, haben die Schlagfläche kurz vorm Treffmoment, also wenn der Schaft parallel zum Boden ist, ein wenig eingedreht. Und du siehst, die Kante hier ist ungefähr im Winkel meiner Wirbelsäule. Das ist so eine ganz gute Vorstellung, die man haben kann, wie die Schlagfläche sein soll. Wenn ich das hier habe, dann brauche ich im Prinzip dann nur mehr drehen und habe einen sehr natürlichen Release, wo die Schlagfläche dann sehr gerade ist. Ist in der Phase die Schlagfläche noch etwas zu offen, muss ich hier sehr stark mit den Händen rollen oder ich muss am rechten Fuß stehen bleiben und so ausgleichen. Also da gibt es viele Ausgleichsmöglichkeiten, aber die sind alle nicht effizient. Du wirst darauf achten, dass die Schlagfläche ein wenig nach vorne gelappt ist, also wenig so, wie ich jetzt gerade hier gesagt habe. Und das Interessante dabei ist, es gibt da 2 Sachen, die dafür verantwortlich sind. Einerseits ist der Griff verantwortlich. Wenn ich zum Beispiel einen Griff habe, der zu weit nach links ausgedreht ist, ja, dann bin ich von Haus aus schon etwas zu offen. Deswegen ist es wichtig, dass du einen ordentlichen
Griff hast. Ich habe übrigens letztens ein Video gemacht, das kannst du dir hier oben anschauen und ich habe es auch noch unten in der Beschreibung verlinkt. Und das Zweite, was wichtig ist, sind die Handgelenke. Wenn das linke Handgelenk nicht in der Position hier nicht gebeugt ist, ja, als Rechtshänder, dann wird die Schlagfläche nicht in dieser schönen Position sein. Wenn ich zum Beispiel so bin, ist sie etwas offen. Und je nachdem, wie dein Griffstil ist und wie die Handgelenke sind, beeinflusst das die Schlagfläche kurz vorm Treffmoment. Und du musst eine gute Möglichkeit finden, wie das gut für dich zusammenpasst. Und da hilft es sehr, dass man sich einfach hinstellt, ein paar Schwünge macht, einfach nur von hier nach hier und schaut, aha, wie ist die Schlagfläche. Wenn du dich erwischt, dass du so bist, dann kannst du entweder die Handgelenk in diese Richtung drehen oder du kannst am Griff arbeiten. So, kommen wir zur zweiten Sache, die hier sehr, sehr wichtig ist, um den Slice zu vermeiden. Und zwar, wir schauen uns jetzt die Phase an, von Ende Aufschwung in den frühen Abschwung. Da wird bei fast allen Golfern ja einiges falsch gemacht. Und zwar, ich sehe sehr, sehr häufig, dass die Golfer versuchen, ja, weil sie eben Angst haben, dass der Schläger hier so rausgeht, so gelöffelt wird, dass sie versuchen, den Winkel hier zwischen Schläger und Handgelenk ganz extrem bewusst zu halten. Und das Problem aber daran ist, dass dabei das Handgelenk nach hinten knickt, das linke, ja, wenn man das versucht. Also wenn ich hier runter versuche, den Winkel zu halten, dann knickt es hier. Und wenn du jetzt auf die Schlagfläche schaust, siehst du, geht sie auf und dann komme ich erst wieder daher, wo ich vorher gesagt habe, dass du nicht hin möchtest. Deswegen solltest du schon einen guten Überblick haben, was da im Übergang passiert. Und zwar, was du haben willst, ist, dass wenn du hier oben bist und einen einigermaßen flachen Handrücken hast zum Beispiel, dann möchtest du, dass du das beide Hände etwas in diese Richtung drehst. Das heißt, das linke Handgelenk beugt sich in diese Richtung und das rechte Handgelenk geht so nach hinten. Und da kannst du dann wirklich ganz, ganz tolle Sachen rausholen. Erstens wird der Schläger etwas abgeflacht dadurch auch. Du bekommst den Schläger in einer sehr guten Position und die Schlagfläche ist auch gut repariert. Ich habe auch letztens ein Video gemacht, wo ich genauer auf das eingehe. Das kannst du hier oben nochmal anschauen oder unten in der Beschreibung habe ich auch nochmal den Link für dich. Kommen wir zum dritten Punkt, um den Slice zu vermeiden. Und zwar einer der absoluten Hauptfehler, die ich immer wieder sehe, ist, dass Golfer eine zu flache Schulterdrehung machen im Aufschwung und dann steiler werden. Was heißt das? Ich habe hier einen Hula Hoop, da kannst du dir vorstellen, wenn ich den jetzt hier so über mich hier drüber gebe, ja, dann kann ich hier mich so drehen. Das wäre eine Drehung im Verhältnis zu meiner Wirbelsäule, 90 Grad. So schaut das aus. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe in die Setup, dann bin ich hier nach vorne geneigt. Und jetzt siehst du, dass diese Ebene kippt. Und jetzt kann ich ja so aufdrehen und dann bleibt es so. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und dann das verändere im Aufschwung, sprich ich fange so an, nach vorne gekippt, aber beginne dann so zu machen, ja, dass jetzt der Hula Hoop jetzt sich aufgestellt hat, also wieder parallel zum Boden ist und nicht gekippt ist, ja, dann hat das eine ganz fatale Auswirkung. Und nämlich, dass der Golfer beginnt so aufzuschwingen und dann muss aber steil werden, weil sonst kann er den Ball ja gar nicht sehen. Und jetzt beginnt der Schläger ja, über die Schulter zu kommen, von over the top heißt es, und man kommt dann von außen und man wird dann sehr stark den Ball von außen nach innen anschneiden und das ist ein riesengroßes Problem. Und da hilft es sehr, dass man einfach die Vorstellung hat, dass man mit der linken Schulter im Aufschwung unten bleiben möchte. Und da brauchst du im Prinzip nur den Schläger hier so herlegen, so wie ich. Und einfach mal ein paar Probeschwünge machen ohne Ball, dass du einfach versuchst, nur hier aufzudrehen und schaust, dass der Schläger hier, also der Stab, so nach links runter zeigt. Und dann weißt du, dass du eine gute Aufschwungposition hast. Und wenn du das Gefühl dann hast, stellst du dich hin und versuchst es noch einmal nachzuvollziehen. Wir kommen jetzt zur Bonussektion. Vorher möchte ich dich aber bitten, dass du dieses Video likest, wenn es dir gefallen hat. Und vielleicht hast du ja irgendeinen Freund, der auch mit einem Slice kämpft, der von diesem Video profitieren kannst und teilst es mit ihm. Ich möchte jetzt mit dir besprechen, ob es wirklich absolut notwendig ist, von innen an den Ball zu kommen, damit man den Slice verhindert. Du erinnerst dich vielleicht noch an den Anfang, als ich gesagt habe, dass ein Slice dann entsteht, immer dann, wenn die Schlagfläche weiter rechts, als rechtshändiger Golfer, zeigt als die Schwungbahn. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der, sagen wir, ein paar Grad von außen kommt, sagen wir 5 Grad einfach, ja, und die Schlagfläche zeigt auch 5 Grad nach links, ja, ich schwinge 5 Grad nach links und die Schlagfläche zeigt 5 Grad nach links, dann
habe ich im Prinzip einen schnurgeraden Schlag 5 Grad links am Ziel vorbei. Und das ist meistens gar nicht schlimm, weil ein Ball, der 5 Grad links geht, der wird dich nicht stören. Was dich dann stört, ist, wenn der Ball beginnt zum Kurven, wenn dieser riesen Slice entsteht. Und das ist beim Eisen jetzt natürlich vielleicht nicht so extrem, da sind nur die Schläge schwach, aber beim Driver dann bekommst du dann riesengroße Bananen. Aber um den Slice selber zu verhindern, musst du deswegen nicht von innen an den Ball kommen. Ich könnte ja zum Beispiel, nur dass du es verstehst, ich könnte zum Beispiel jetzt auch 5 Grad von innen kommen und die Schlagfläche 10 Grad offen haben. Dann würde der Ball rechts starten und noch weiter rechts abhauen, also slicen. Das heißt, allein von innen kommen reicht nicht. Es ist immer das Verhältnis zwischen Schwungbahn, Schwungpfad und Schlagflächenstellung im Treffmoment. Und darum geht es in Wahrheit. Warum wollen die Golflehrer dann immer, dass die Golfer, die einen Slice haben, mehr von Innenseite kommen? Das liegt daran, weil die meisten Slicer exzessive Schwungfeder haben von außen nach innen, ja, oft 15, 20 Grad, ist sehr, sehr typisch. Und da wird es sehr, sehr schwierig, die Schlagfläche dazu in einem richtigen Verhältnis zu haben. Und wenn ein Ball 20 Grad nach links abhaut, ist es auch nicht gut. Abgesehen davon ist es mechanisch von starkem Vorteil, wenn der Schlägerkopf etwas mehr hinten ist und mehr von der Seite kommt als hier vorne. Deswegen arbeitet man auch daran, aber um den Slice selber loszuwerden per se, ist das nicht unbedingt notwendig. Absolut passend zu dem Thema würde ich dich bitten, dass du jetzt dieses Video hier anschaust. Hier geht es um das Abflachen des Schlägers, eine ganz wichtige Sache, um lange und konstante Schläger zu erreichen. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.